Schwerin, Sportgymnasium, 24. Februar. Start zum Ergo Cup. Der Countdown läuft. Im Atrium des Sportgymnasiums findet eine außergewöhnliche Challenge statt. Ein Ruderwettkampf auf dem Trockenen, durchgeführt von der Schweriner Rudergesellschaft. Rudern fasziniert, egal ob auf dem Wasser oder auf dem Land. Rudersport gilt als gesundheitsfördernd und hilft beim Stressabbau. Das Rudern auf der Rudermaschine, dem sogenannten Ruderergometer, ist leicht zu erlernen und für jede Altersklasse möglich. Ob alleine oder im Team, das sei jedem selbst überlassen. Die Schweriner Rudergesellschaft bietet mehrmals in der Woche Teamkurse an, bei denen man gemeinsam zur Musik das Ruderergometer über verschiedene Zeiträume oder Distanzen bringt. Das ist das berühmte Trockenrudern. Im Winterhalbjahr haben wir ganz oft nicht die Möglichkeit, auf dem Wasser zu trainieren. Und hier haben sich diese Ruderergometer etabliert als Vergleichsmaßstab für Training und Wettkampf auf dem Trockenen, wo wir wetterunabhängig das ganze Jahr auch bei Regen, Sturm, Eis und Wind im Trockenen den Ruderschlag üben und trainieren können. Faszination Rudern. Es ist vor allem ein Ausdauersport, denn das Rudern beansprucht fast alle Muskelgruppen, stärkt aber auch gleichzeitig koordinative Fähigkeiten, fördert Herz und Kreislauf. Rudern verbindet Teamgeist und Dynamik, Eigenschaften, die man nicht nur im Sport, sondern auch im täglichen Leben braucht. Das geringe Verletzungsrisiko gibt dem Rudersport zusätzlich einen hohen gesundheitlichen Wert. Die Schweriner Rudergesellschaft wird dieses Jahr 150 Jahre alt. Also wir haben eine lange Geschichte im Rudern und über die Jahre auch immer wieder erfolgreiche Sportler produziert oder hervorgebracht und geben uns Mühe, dass der Verein nicht abreißt, unterstützen mit dem gesamten Verein unsere jungen Leute bis hin in den Mastersbereich. Na dann, nichts wie ab zur Schweriner Rudergesellschaft und rein in die Boote. Frei nach dem Motto, Kraft ist nicht alles, aber ohne Kraft ist alles nichts.